Und der hat ja auch gesagt, 15 Uhr morgens, da wollen Leute noch schlafen, aber ich habe es heute leider nur bis 13 Uhr geschafft. Und ich hatte einen KT. Wollen wir mal dazu kommen. Der ist aus einem Trübtraum raus entstanden. Und zwar war es so, dass ich in meinem Haus war und ich hatte meinen Autoschlüssel in der Hand. Also ich habe ja so einen kleinen Ab. Und ich hatte meinen Autoschlüssel in der Hand. Ja, meinen Autoschlüssel. Und bin in meinem Treppenhaus gewesen und ein Kumpel von mir war mit dabei. Der wohnt gegenüber von mir. Und der war mit mir dabei und wir wollten zu meinem Auto, zu meinem Ab. Und ich habe schon, als ich rausgegangen bin, habe ich schon dieses Öffnen gedrückt. Das heißt, dass das Auto aufgeht. Und wenn man mal rausguckt, ich muss jetzt mal gucken, wie das hier von der Sicht ist. Der weiße, da ist mein Ab. Und der steht da normalerweise immer. Also da parke ich und dann steht er da. Und ich gehe so raus in dem Trübtraum, gehe so raus. Und mein Auto steht nicht da, sondern irgendein Mercedes steht da, so ein alter Mercedes. Und ich drücke die ganze Zeit. Es macht aber dieses Geräusch, dieses, wenn es auch aufgeht, so klack, klack. Das macht es die ganze Zeit und ich drücke so die ganze Zeit, ja, und warum macht das klack, klack und warum steht mein Auto nicht da? Und ich gucke so, komisch, keine Ahnung. Und dann stand das hinter diesem Busch, der ist 2 Meter hoch bestimmt. Also wenn man da vorbeiläuft, der ist größer wie ich, als ich. Und ich klicke so und merke so, hey, dahinter ist der irgendwie mein Ab. Springe über diesen Busch drüber. Ja, logisch, ich bin da drauf getreten. Ich habe keine Ahnung. Der war ein bisschen kleiner im Traum. Ich bin da so drauf gesprungen, bin dann in den Garten rein und in dem Garten war es irgendwie schrottplatzmäßig, also nicht so wie jetzt, sondern es war echt schrottplatzmäßig. Und ich drücke die ganze Zeit weiter so, hey, ja, irgendwo muss der doch sein. Und dann stand da mein Ab. Oder es stand da ein Ab, der ganz schön kaputt war. Also zerstört komplett die Karosserie. Alles kaputt, überall Dellen drin, Löcher drin, alles kaputt. Und ich denke mir, was ist mit meinem Ab passiert? Und mein Kumpel auch so, was soll denn das? Was ist mit deinem Ab passiert? Und ich drücke so weiter und das Klacken macht es plötzlich nicht mehr bei meinem Ab. Und ich merke so, hä, das ist ja gar nicht mein Auto, sondern es klackt irgendwo anders. Und guckst so durch den Busch durch diesen Busch da, auf die Straße. Und merkst du, der Mercedes, der da vorher stand, ist mein Auto und geht so an, auf und zu. Und ich klicke so und der Mercedes geht auf und zu. Ich denke mir, hä? Das war ganz schön Brainfuck-mäßig, weil wir sind da über den Zaun, weil da mein Abstand und dann war es doch nicht und war kaputt. Und dann drücke ich so auf den Knopf und dann ist der Mercedes auf und zu gegangen. Und plötzlich fängt er an zu rollen. Dieser Mercedes. Und rollt so in die andere Richtung da, nach links. Und rollt und rollt und rollt. Und ein Kumpel von mir rennt hinterher, springt über diesen Busch da und rennt hinterher und versucht diesen Mercedes einzuholen. Und ich laufe auch hinterher und denke, laufe über die Straße, was soll das denn jetzt? Warum laufen wir denn jetzt diesen Mercedes hinterher? Das ist doch gar nicht mein Auto. Das ist voll komisch und gucke auf meine Hand. Hand LC gemacht und 6 Finger hatte ich. Und es ist wieder unbeschreiblich. Also das Gefühl ist der Wahnsinn. Ihr müsst es erleben. Erstes Mal. Das ist der Wahnsinn und dann auch die ganzen Male, wenn man selber klar wird im Trübtraum und merkt, hey, Alter, das ist gar nicht real. Und dann bin ich halt, hab diesen Moment gehabt, dass ich gedacht habe, oh cool, Klartraum, und sagst so auch laut vor mich hin, so hey, wow, das ist ein Klartraum. Ruf so meinem Kumpel hinterher, hey, bleib stehen, macht keinen Sinn, du musst den nicht hinterherjagen, weil er ist immer noch dem Mercedes hinterhergerannt, obwohl der nur gerollt ist, hat er es nicht geschafft, den einzuholen. Und ich stehe da, bin klar und denke mir, okay, was könnte ich machen? Bin erstmal so ein bisschen geflasht wegen der Klarheit. Das ist immer so. Ein bisschen am Anfang denkt man sich so, wow, bisschen komisch. Und lauf so weiter, bin dann wieder bei meinem Kumpel. Und ich bin die letzte Zeit ein bisschen am GTA am Zocken. Und da gibt es so ganz nice Autos. Und es ging irgendwie alles um Autos in dem Traum. Irgendwie weiß auch nicht. Und ich habe mir gedacht, hey, wie wär's denn mal mit richtig geilen Autos und die dann zu fahren? Und ich stehe da und denke mir, so, ich will 2 Autos. 2 coole Autos und stehe da und sagt das, ich will 2 coole Autos. Es klappt nicht. Also irgendwie dieses Hinteleportieren von diesen Autos hat nicht geklappt. Deswegen, ich hatte nicht hundertprozentig wirklich die volle Kontrolle. Aber das Hinteleportieren hat nicht geklappt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, verdammt, klappt gar nichts. Doch plötzlich kamen so 2 richtig nice Autos. Ich weiß nicht, welche Marke das waren. Sah aus wie Ferrari und keine Ahnung, so sportwagenmäßig. Ein weißes und ein schwarzes und der weiße kam als erstes und da saßen Typen drin und die kamen so angefahren und haben sich genau neben uns gestellt. Da habe ich mir gedacht, okay, hat zwar nicht mit Teleportieren geklappt, aber so 2 Typen haben uns jetzt die Autos geliefert und ich will gerade einsteigen, da rastet der Typ aus, dem das Auto gehört und sagt, hey, das ist mein Auto, was soll das? Und das ist voll böse geworden und ich denke mir, okay, lass die erstmal in Ruhe und lass die so aussteigen, die gehen so weg. Mein Kumpel habe ich gar nicht mehr realisiert, der war irgendwo woanders. Ich wollte unbedingt in das Auto rein. Und
der Typ geht so weg mit dem weißen Auto, von dem weißen Auto geht's weg. Und ich stehe vor der Tür von dem Auto und denke mir, okay, der hat zwar abgeschlossen, aber ich mache jetzt einfach, die Tür geht auf. Und ich stehe so vor dem Auto, die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Ich sag das so 5, 6 Mal und es klappt einfach nicht. Es war einfach, von der Kontrolle her war es nicht so toll. Aber ich stehe da und mache so, die Tür geht auf und es geht nicht auf. Und ich mache die Tür auf mit der Hand. Das ging dann plötzlich, es war nicht abgeschlossen. Aber vorher erstmal die ganze Zeit da stehen und die Tür geht auf. Ja. Ein bisschen komisch, ich weiß, aber ich habe dann mich ins Auto gesetzt, wollte gerade losfahren und in dem Moment bin ich aufgewacht. Zack, aufgewacht. Das wäre schon cool gewesen, aber das war eh so ein Klartraum, wo man denkt, so, was hast du eigentlich für Sachen gemacht? Ich hätt jetzt viel Sachen verbessert, also die Stabilität erstmal herstellen, weil ich bin sofort losgelaufen, wollte schon Sachen machen. Da hätte ich eher die Stabilität erstmal herstellen sollen oder verbessern sollen und dann mit der Tür öffnen und sowas. Einfach an die Tür gehen und aufmachen und sagen, so, jetzt geht die auf, sondern und nicht einfach so da stehen und versuchen schon die krassesten Sachen zu machen mit, yo, ich mache jetzt mit meinen Gedanken telepathisch die Tür auf, solche Sachen. Sollte man vielleicht erstmal nicht machen, wenn man noch nicht die Klarheit hat, so die richtige. Ja, das war der Traum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das mal zuzuhören. Es ist jetzt direkt danach, also falls es ein bisschen komisch war, Entschuldigung. Und wir sehen uns dann natürlich in den größeren Videos. Das war jetzt einfach so ein Zwischeneinschub, damit ihr ein bisschen Content habt, wisst ihr? Und ein paar wollten das hören, wie ich so meinen Klartraum hatte. Und ja, jetzt wird weiter an den neuen Videos gearbeitet. Mit Franzi auch. Am Dienstag haben wir da so eine letzte Besprechung, wo wir dann festlegen, wie wir das mit dem Projekt machen, was ich da mit Franzi starten möchte. Habt klare Träume, aber nicht solche, wie ich heute hatte, sondern habt klare, richtig klare Träume. Habt Spaß da drin, macht den kranksten Scheiß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!